Lage CSU. Dazu gab es heute einen digitalen Parteitag. Neben der erwarteten Grundsatzrede von Parteichef Markus Söder aber ist er sehr persönlich geworden. Das war sehr überraschend emotional. Er hat nämlich schockierende Hasszitate, die an ihn gerichtet waren, vorgelesen. Heute wurde der CSU-Parteitag erstmals virtuell abgehalten. Mit dabei CSU-Chef Markus Söder mit einer Grundsatzrede. Viele Bürger hätten keine Lust mehr auf Corona und seien davon genervt. Er selbst auch. Viele hätten aber auch kein Verständnis mehr für die strengen Maßnahmen bei ungefährlich erscheinenden Infektionszahlen. Dann die Schockworte des Ministerpräsidenten Söder. Er erhält wegen seiner Corona-Politik Morddrohung, wird auf das Übelste beschimpft und beleidigt. Jetzt ist Schluss. Dieser größenwahnsinnige Psychopath muss unbedingt schnellstmöglich am nächsten Baum aufgehängt werden. Du stinkende Judensau gehörst vergast. Aber das ist noch nicht alles. Söder, du widerlicher Merkel-Stiefellecker, für dich empfinde ich nur noch Verachtung und Hass. Ich hoffe, du wirst deiner gerechten Strafe nicht entgehen. Und es wird sogar noch schlimmer. Löse alle Maßnahmen auf, inklusive der Rotzfetzenpflicht. Du bist am Ende. Dein Leben ist verwirkt. Schon ziemlich krass, oder? Krass trifft es. Aber Söder zeigte sich kämpferisch und sagte Verschwörungstheoretikern, Demokratiefeinden und Neonazis den Kampf an. Zudem werde er anordnen, die Reichskriegsflagge in Bayern zu verbieten. Knallhart Söder, heute mal ganz emotional. Na, wir haben es gesehen, Markus Söder.